mein Name ist Yves Sandfort, ich bin CEO der Combivision Gruppe und bei mir ist heute Reinhard Partmann, einer unserer Solution-Architekten. Servus Yves. Hallo Reinhard, heute wollen wir mal ein bisschen in der Gedächtniskiste rumwühlen. Als ich angefangen habe mit mobilen Endgeräten, klassischerweise haben wir damals noch erstmal nur über Telefone geredet, da ist jeder in den Laden gegangen, hat sich ein Telefon gekauft. Das ist eigentlich noch nicht so interessant gewesen. Irgendwann kam dann so der erste Moment auf, wo man Daten über diese Geräte verwendet hat. Und dann kam halt auch dieses Thema E-Mails auf die Devices bringen. Ganz groß und weit vorne damals war BlackBerry, redet heute kein Schwein mehr drüber. Aber realistisch haben sich da Dinge entwickelt. Irgendwann kam dann Apple und ich weiß, dann gab es noch diese Palm-Treos und alle so andere lustige Sachen. Da hat die IT eigentlich nie wirklich einen Griff dran gekriegt, wie sie mit diesen Geräten umgehen konnte. Was häufig dazu geführt hat, dass halt in den Unternehmen eher so eine Methodik, die gibt es hier nicht, gemacht wurde. Ich kann mich nur erinnern, da war dann irgendwann so eine Philosophie, wir erlauben Devices, aber nur sehr eingeschränkt und nur das, was wir wie irgendwie kontrollieren können. Ja, also um wirklich so ein Walk down Memory Lane, also begonnen hat es ja wirklich damit, was macht das Smartphone smart? Das sind die Applikationen. Weil sonst ist ein Smartphone ja eine Gamekonsole mit Telefonie. Ne? Sei es drum. Die Benutzer haben sie früher haben nachgesehen in der Mail-Applikation, wie heißt mein Mail-Server, Username, Passwort, das kriegen wir irgendwie raus oder mit der E-Mail-Adresse, haben die Konfigurationsdaten, haben sie halt so lange gespielt, bis es geklappt hat. Die Problematik an der Geschichte ist, über E-Mail senden wir auch interessante Informationen raus, wirtschaftliche Informationen, möglicherweise sogar Research, Development, wichtige Informationen, die über die Zukunft des Unternehmens entscheiden. Es war halt immer das Problem dann, was passiert mit dem Verlust eines Gerätes. Oftmals auch private Geräte, kein PIN-Code drauf gewesen, nichts. Also Security war ein Fremdwort. Und genau da schlagen wir halt jetzt mit Workspace ONE UEM in die Bresche. Früher hieß das Produkt AirWatch. Auch das Produkt war früher kein Mobilgeräte-Verwaltungssystem, sondern war eigentlich ein Asset-Management-System, das immer weiter aufgebaut wurde, eben um sich an die Veränderungen am Markt, die wir ja miterlebt haben, die grauen Haare beweisen es, diese auch abzubilden. Und wo wir halt dann im Moment angelangt sind, sind wir beim Unified Endpoint Management, das heißt, wir betrachten eigentlich ein mobiles Gerät als, um es sich mit selber zu erklären, als mobiles Gerät. Das heißt, wir versuchen, ähnliche Policies auf alle Geräte rauszubringen. Alle Plattformen haben natürlich ihre Eigenheiten, das heißt, wir müssen auch dementsprechend bei unseren Einstellungen denen Rechnung tragen. Aber worauf du hinaus willst, ist schlicht und ergreifend, wir wollen heute ein Gerät dem Benutzer in die Hand geben, weil in der Vergangenheit haben wir das so abgedichtet, das Gerät, dass der Benutzer gesagt hat, so, das ist jetzt toll, ich habe die Telefonnummern drauf von der Firma, die privaten kriege ich gerade einmal so rein. Irgendeine andere Zusatzsoftware kriege ich auch nicht, weil die wird von einem Unternehmen nicht unterstützt. Jetzt habe ich dann mein iPad privat, mein Firmengerät habe ich auch mit, den Laptop habe ich mit und ich renne mit 5 Kilo Elektronik spazieren, 15 verschiedene Ladegeräte. Wir wissen, wie es damals war. Jedes Gerät hatte auch einen anderen Ladestandard. Um aber jetzt wieder darauf zurückzukommen, betanken wir die Geräte mit einheitlichen Einstellungen, einheitlichen Applikationen, sodass die Benutzer, wie man so schön sagt, Enterprise Secure, End-User-Friendly damit arbeiten können. Das heißt, wir wollen den Benutzer so viele Freiheiten wie möglich geben, aber dennoch schauen, dass die Applikationen und Unternehmensdaten auf dem Gerät sicher verwahrt sind. Ob das jetzt verschlüsselt in einem Container rumliegt oder wie auch immer sich die technische Darstellung darstellt, ist gar nicht weiter wichtig. Für den Benutzer soll es einfach sein. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, sind wir da weit gekommen, also von der, ich sag mal, Ablehnungshaltung. Ich kann mich noch daran erinnern, iPhone, iPad, wo das losging, wo alle ITler gesagt haben, die gibt es hier bei uns im Unternehmen nicht. Es hat ungefähr 4 Wochen gedauert, bis der halbe Vorstand damit rumlief und man das halt doch durchgedrückt hat. Dann kamen halt diese Lockdown-Phasen, dann kam halt irgendwie, wir verwalten diese Geräte heute. Wir reden aber heute eigentlich schon mehr über, ja, VMware hat da, glaube ich, einen Begriff Workspace ONE Intelligence geschaffen. Wir reden heute mehr darüber, dass wir auch so ein bisschen darauf eingehen, wo befindet sich ein Gerät, wie arbeiten wir mit dem Gerät und es halt nicht mehr einfach nur stures, das ist meine Seriennummer und das darf ich im Grunde an der Plattform haben. Also
Im Summe, Workspace ONE ist eine ganze Suite von Softwareprodukten. Du hast schon erwähnt, Intelligence, das ist im Prinzip eine große Datenhalde, in die alle Geräte hineinreporten, sofern wir die Lizenz dafür besitzen. Wir nehmen jetzt einfach an, ja, wir haben die. Wir haben Workspace ONE UEM, das ist unsere Geräteverwaltung. Wir haben Workspace ONE Access, unser Authentifizierungsportal. Wir haben im Workspace Access auch noch Horizon als virtuelles Desktop-Produkt dabei. Also die können wir in Wirklichkeit alle zusammenführen. Fakt ist, dass wir die Daten, die auf den Geräten auflaufen, sammeln und auswerten und analysieren können. Wir können sagen, wir bekommen eine neue Applikation. Wie viele Benutzer verwenden sie wirklich? Oder lassen sie unsere neue Applikation, die wir eigentlich um teures Geld gekauft haben, links liegen, weil sie haben die Daten, suchen sie sich klassischerweise aus 5 anderen Portalen vielleicht noch immer zusammen. Da muss man dann entsprechend die Benutzer informieren, dass wir jetzt vielleicht ein besseres Produkt dazu haben. Weil wenn der Benutzer auch nicht weiß, dass nur eine neue Applikation da ist, wir müssen sie, wir können, auf schön österreichisch, wir können dem Benutzer die Applikation aufs Auge drücken, sprich, sie wird automatisch installiert. Wir können aber auch dem Benutzer die Wahl lassen, dass er aus seinem Katalog sich die Applikation aussucht. Und auch diese Daten laufen alle in Intelligence zusammen, welche Applikationen, wo hält sich das Gerät auf, wie wird es verwendet, installiert, welche privaten Applikationen installiert er sich. Kann auch natürlich sein, dass bestimmte Hersteller schaffen es immer wieder, Applikationen in die App-Stores reinschaffen, die dann doch mit Malware infiziert sind. Auch die können wir dann wiederum remote löschen. Und aufgrund dieser gesammelten Informationen können wir halt dann Analysen anstellen, welche Applikationen wollen wir nicht, welches brauchen wir unbedingt drauf, wo wird was wie verwendet, welche Use Cases stellen sich am besten für unsere Benutzer dar und so weiter und so fort. Das heißt, da können wir schon sehen, das Thema Device Management, Mobile Workforce hat sich in den letzten Jahren kräftig entwickelt. Ich finde es spannend, nochmal so zurückzublicken, wo wir hergekommen sind, wo wir heute sind. Interessant wird sicher sein, wo wir in 10, 20 Jahren sind. Ich bin auch mal gespannt, wo meine Kinder dann irgendwann mal mit mobilen Endgeräten sind. Die können schon heute teilweise damit besser umgehen als ich. Somit, ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bringen kann. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon mal, Sie beim nächsten Video begrüßen zu können. Und sagen wir mal wieder auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.